So, das zweite Spiel in der WM. Das erste hat Kolumbien gewonnen, oder? Was war das? Kolumbien, ja. Mit 2-1. Jetzt spielt Uruguay gegen Kroatien. Nee, Kroatien war nicht dabei. Das ist doch Kroatien hier. Wir haben nicht Kroatien gehabt. Stimmt. Nee, Serbien ist das. Such dir aus, was möchtest du? Hätten da wegen oder was? Paraguay. Ja, ja. Nice. Das redet, wie ist der Flo? Flo? Ja, Flo? Nee, ja, hallo? Ja, ja, der war der Volksheld, Falco. Machen wir weiter jetzt hier, komm. Wie hieß denn der Toy? Forlan. Forlan, genau. Diego Forlan. Ja, wir müssen ja die Zeit einstellen, aber schon wieder vergessen. Ja, das müssten wir eigentlich im Menü einstellen machen. Ja. Ich glaube, 4 Stück. Boah, Alter, was haben die für einen Angriff, ey? 3 Stürmer? Lacus. Oh Gott. Oh Gott. Cardoza. So, oh, die Aufstellung lasse ich einfach mal so. 5-2-2-1 ist. Interessant. Interessant. Ja, vor allem. Der spielt nur Sturm. Im Mittelfeld gerade mal 2 Spieler, ist ein bisschen merkwürdig. Egal, passt so. So. Oh, war ja, ich ahne Schlimmes. Mach hin jetzt hier. Was? Ja. Du Geburt. Marengo. Billboard. Auf jeden Fall. Hast du gut, 4 Minuten, ne? 6. Legend, Adios, ja, 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 weiter. Adios, was? Dabei, okay, dabei. Mann, dabei. Cavani, ah. Suarez, Forlan, Perez. Die kenne ich schon mal alle. Ein bisschen lauter reden, ne? Yep. Ist ein bisschen sehr leiser, wir machen. Verdammt. So, den nehme ich doch direkt, nehme ich den noch hier. Kriegst schon mal minus 100 Punkte. Nehme ich. Kannst du nicht aussuchen? Genau wie mein Kontostand. Minus 100. Boah, ist ja dunkel im Stadion, ja. Oh, mitten. Ich bin blau, ne? Du wolltest die nicht mal ein bisschen verwirren. Hör auf jetzt, ey, komm. So schlecht gespielt, ey. So, jetzt geht's los hier, Diego Forlan. Das hat zwar nicht, aber. So. Komm schon. Da unten ist er doch. Kleine Specken. Der hat mir aufgehalten! Der hat mir aufgehalten! Ich hätte ihn direkt mit einem Flugkopfball genommen oder Scorpion. Hab ich. Abgefangen. Bin ich hoch. Zum Ball hingehen. Bin ich echt zufrieden. Da oben ist er. Oh! Gesehen. Das hast du gerochen. Du alter Rochen, du. Safe. Safe. Dein kleinen Kampf. Oh! Kampfstachel. Kampfstachel. Oh Gott. 2-3 cm. Mikropenis. Mikro. Lass mal googeln, Mikropenis. Finde ich dann dein oder was? Wer hat's Vergleich zwischen Mikropenis und Vorschlaghammer? Vorschlaghammer. Schokobanane. Komm, das ist einfach einsam. Einsam, was ich zeige. Geh da drin. Einsam ist es? Einsam, ja. Einsamen. Oh, mit der Brust. Forlan! Perdu. Sru! Mann! Boah, Sru! Oh. Boah, guck mal, direkt hier. Naja, du hast es hier. Oh, abgefälscht ist immer böse. Über den Rücken. Rückgrat gebrochen. Gebrochen. Kann ruhig ein bisschen schreien, ne? Ich hab die Sturmfrei, du kannst rumbrüllen, wie du willst. Das ist ja! Immer besser, weil. Dann hört man wenigstens unser Rumge. Ich kann aber einfach näher rangehen. Ah, dann ist ja. Ich weiß nicht, heute. Nee, einfach lauter reden. Heute reden setzt sich aber ganz gut. Ach, ich freue mich schon auf meine neue Brille. Ich habe mich schon nie auf meine Seele so gefallen. Faul, was mache ich denn? Ich bin immer völlig überfordert. Hm. Ich weiß nicht, ob ich den passen soll oder selber schießen soll. Ja, die Brille. Okay. Ich ja, freue mich drum. Drüber. Drum. Drauf. Wie auch immer. Schwarz-weiß ist die, also sieht wirklich richtig top aus. Die normale oder jetzt die Sonnenbrille? Nee, meine normale Mende. Ah, okay. Weißt du gar nicht, dass Armani auch Brillengestelle macht? Fuck.
Oh fuck, ich hab's dann zu früh gemacht. Ich hätte ein bisschen warten sollen. Mist. Mit der Nase balanciert. Ich zahl für ein Brillenglas 119 Euro, wa? Für ein Glas so. Ja. Ohne Gestell, also nur das Glas. Und das Gestell hat 150 gekostet. Das ist einfach unglaublich teuer, diese Dinge. Aber gut, würdest du irgendwann mal so eine OP machen lassen? Lasern? So Lasern, ja. Also ich habe mal mit dem mal drüber gesprochen. Der würde mir das. Also er hat es ja auch gemacht, er hat auch Brille getragen und er meinte, er ist übel zu empfehlen. Ja. Aber. Ich hatte richtig Schiss, ich würde irgendwie noch warten, bis es sicherer ist oder so, weiß ich nicht. Er ist übersafe, da passiert überhaupt nichts. Ja, es dauert ja auch nur höchstens pro Auge eine 2 Minuten. Ja? Ja. Das ist richtig krass. Der das ist teuer, ne? 1000 Euro pro Auge. Guck mal, was mach ich denn? Ich komme da nicht aus dem Knick, ich muss einfach mal schießen, ich hätte schon 5-0 vorne liegen können. Ja. Mann, ey. Was machst du denn da hinten? Ja, weiß ich nicht, was du da machst. Ja, auf jeden Fall 1000 Euro pro Auge. Aber wenn man, ich habe jetzt meine Brille 6 Jahre gehabt, ja, meine vorher, die ich jetzt auf. Ja. Und wenn du dann runterrechnest, keine Ahnung, 500 Euro oder wie viel. Ah, ich habe noch Rabatt gekriegt. Ist ja egal, auf jeden Fall sagen wir mal 500 Euro und du rechnest auf 6 Jahre runter, das ist ja eigentlich nicht viel für eine Brille dann. Hält auch wieder eine Weile. Blindes Verständnis hier. Aber ja. So, jetzt auch ein bisschen auffälliger als die ich jetzt habe. Also. Boah! Alter! So ein bisschen mit Rahmen und so. Das ist ja auch die hat hier oben so einen Rahmen, also ja. Unten ist sie genau wie die, aber nicht so richtig dick, so ein dünner Rahmen. Also nicht so wie die Brille von Paul oder Jan, nicht sowas. Ja. So ähnlich, das sowas ist meine Sonnenbrille. Aber es hat ja dunkles Glas, von daher sieht man das ja nicht so doll. Ich finde, hab ich nicht dabei. Geh doch! Krass, der ließ sich echt nicht steuern gerade. Kann ich dir da mein Foto zeigen, ob welche dabei. Was man ja zeigt im Autofahren. Nee, nicht richtiges Foto. Achso. Oh, pff. Classy. So langsam ist aber passieren jetzt hier. Ja. Die Chance hatte ich ja schon alle gehabt. Ich hab viel Glück. Jetzt da drin. Ja. Oh, mit Dropshot! Als Aufsetzer ist natürlich gemeint für den Thomas. Mit Dropshot! Hätte ich hingeworfen, aber war zu hoch, ja. Ne? Wenn er normal gewesen wäre, dann gehen wir uns normal. Hätte dann 100 Pro gehabt. Zack. Das war knapp, fast dran gewesen. Zack. Na gut. Ja. Musste gezeigt werden. Boah, zerrissen. War ja letztens mit Maxi bei den Füchsen, ne? Handballspiel, ja. Der hätte so wie VIP-Tickets gehabt von Arbeit aus. Das heißt, nice. Wir konnten da kostenlos essen und so. Ja, trinken. Ja. Und wie haben sie gespielt? Voll verkackt. Die haben richtig schlecht gespielt, was ich morgen. Die hat haben der gespielt. Ich sehe nicht mehr. Füchse. Richtig verkackt. Und schon ist der gegnerische. Machen wir das jetzt hier. Was ist denn das hier? Das ist ja peinlich, wie du machst. Du enttäuschst doch deine ganzen Fans. Ja. Das ist wohl wahr. Aber ich musste denen auch zeigen, dass man auch verlieren kann. So. Das ist menschlich. Also, dass man niemals aufgeben soll. Ja, verlieren ist menschlich. Mit meiner 90% Gewinnquote. Oh! Ja, so dass der Spieler da stand. Ja, ja. Nein. Oh! Das Ding ist einfach, meine Leute sind behindert. So. Die Jugendreihe kam so auf der Schulter. Die haben das gelbe Logo mit den drei schwarzen Punkten. Judenkreuz, oder? Kann das so dumm sein? Oh! Alter! Was ist los? Hat schon wieder geknispert. Geknuspert. Knusper, Knäuschen, oder Knusper? Oh, getunnelt! Ist mein eigener Mann getunnelt! Glaubst du sowas? Nee. Glaubst du nicht, ne? Nein. Nein. Blub. Ich komm einfach. Oh, nicht. Oh, geh doch hin! Mit denen hier, die sind. Wird schwerfällig. Ein wunderschönes Zuspiel. Boah. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Nee, meine spielt eigentlich ganz gut. Die haben ja auch 4,5 Bewertungen, oder? Oder ja. 5? Also. Ziemlich, ziemlich gut. Was macht der? Geht erst nach vorne und zurück. Boah! Alter. Gewaltschuss. Den nehme ich doch direkt, nehme ich den noch. Ey, da kommen manchmal auch so Dinger von denen hinten angeflogen. Ja.
Muss man mal probieren einfach. Also frei steht. Kann auch abfälschen oder Pfosten gehen, dann kommt ein Gomez an und drückt ihn dann. Das kann auch Jesus übers Tor. Das kann sein. Das glaube ich ja nicht. Der ist unruhig, was machst du denn? Oh, ich hätte noch rammen können. Rammen. Ram. Stone. Wenn es nicht passen soll. Boah, ich weiß. Zerlegt. Kommt der Fan. Was heißt denn? Ich hätte doch schon viel krasser fühlen können. Was mache ich denn da immer? Hast du mich? Mann. Ich mag dich. Mag dich aber nicht. Boah. Wie nimmt der den denn? Ja, das ist Cardoso. Also ich habe hier die meisten Fans im Stadion, auf jeden Fall. Das ist ein Heimspiel. Naja. Wir sind ja eher so Nachbarn eigentlich, oder? So weit wohnen wir nicht auseinander hier. Nicht wirklich. Boah, so. Was ist denn da für ein Pushy, Alter? Pushy. Keine Ahnung. Deshalb. Ja, ey geil, er geht einfach mal weg und lässt mich da frei rumstehen. Schieß mal, mach mal Kopfball. Behindert. Oh, ich musste ihn nehmen, ein bisschen höher, ey. So. Nein! Yes! Oh, Alter, was ist das für ein Tor? Und über ihn rüber und unter die Latte gehämmert. Oh, faul. That's a murder. Das ist mir gerade richtig aufgefallen. That's a murder. Der kann überhaupt nicht laufen. Der fällt jetzt nicht um. Hier. Zack. Oh! Zack. Ja, der war aber schon mal schwach. Vom Torwart. Geschossen, meinst du, oder? Das auch, weil war unter. Ach Gott! Was ist los, man? Direkt die auflecken oder was? Direkt die mal einen Arsch kneifen oder wieder Schlüssel reinstecken wie vorhin oder was? Dass du in der wach wirst. War gar nicht der Schlüssel, war eigentlich dein Finger, willst du sich zugeben. Mein Schlüsselwald. Wow. Oh, hat er mal einen. Ich mal Holz. Schöne Parade. Cooler. Cooler. Ja, jetzt fangen sie an zu tricksen. Ja, liegen 2-0 hinten. Und. Das ist Körpereinsatz. Ja, das war sauber. Sonst hätte ich gemeckert jetzt. Guck mal, ich kann nicht attackieren und ich kriege ihn trotzdem nicht den Ball. Ja, krieg nichts auf die Reihe. Das ist blöd so, ne? Oh Gott, oh Gott, mach ihn doch mal ein bisschen auf die Kotto. Oh Kotto. Und ich spiele. Achso, Ekotto. Ja, obwohl ich offensiv spiele, ja. Guck mal, überhaupt Ernst? Keine Spieler am Start, ja. Ich spiele hier auf sehr defensiv. Nein, oh, ich bin scheiße. Okay, Mann. Okay, Mann. Alter, was machst du denn da? Zeig mir da für eine kleine Mongo. Hat das den Mungo? Kleine Mongo. Er kann auch keinen Kopfball gewinnen. Boah, langsam ist aber auch irgendwie langsam. Ist ja ein richtiger Reimer. Ja, ich reime langsam auf langsam. Oh Gott, du nimmst mich! Ne, ich nehm dich! Du nimmst mich! Und ich krieg dafür einen Foul, Alter, weil du mich da gewaltigst. Alter, hier! Ah, Du nimmst mich! Boah, lass ihn doch nicht abprallen, bitte. Was sollst du denn jetzt abprallen? Alter, rastet der mit dem Pass so aus. Oh oh. Ja. Oh nee! Yep, yep, ja, ja. Immer blöd, war alles falsch. Da wirst du bestraft, das weißt du aber. Ja, ja. Das ist nichts mehr da. Den Spülwasser. Oh, Prime. Zack. Guck mal, der steht einfach falsch in Nummer 6. Er rennt auch an ihm vorbei, anstatt rauszuköpfen, dein komischer Hühnerkopf. Fischkopf. Fischkopf, ja. Na. Boah, zerrissen. Jetzt geht's los. Mike nur unschieden. Mach mal. Oh mein Gott. Oh, hallo. Was sind wir denn hier? Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Ah, kann er ein bisschen Donner machen? Dann. Boah, nee, ich geh jetzt an die Rand. Das bist du. Ich geh ja trotzdem jetzt an die Rand. Folg nicht. Vielleicht ist dein Mäuschen. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist meine Mutter wieder hier, ey. Ich sag, es ist dein Mäuschen, vielleicht meine Mutter wieder. Mann, ey, ich stell mein Handy aus, ich hasse sowas. Ich hasse, wenn ich unterbrochen werde beim Spielen, ey, das kann ich gar nicht einfach. Ha, schnell aufgegeben. War auch schon mein Vater. Der entspannt dann, oder was? Ja. Boah, Mann, der hackst du immer rein, ey. Ja, da hilft ein Mannschaftskollege.
Oh, bitte nicht. Oh, das ist doch zum Heulen. Das ist doch zum Heulen, Mann. Oh, ich dachte, ich noch Mann, ich komme gleich noch runter. Martenrosa. Oh, Martenrosa. Das ist jetzt die Quittung. Das ist der weg. Ich will das nicht sehen, ey. Ist die Liga mal vorne? Ja, was machen wir beim Unentschieden? Dann darf der, der die schwächere Mannschaft hat, die stärkere nehmen, oder was? Wir siegen nicht, oder machen. Ja, machen wir so. Schwingel, Schwangel, Schwungel. So, das ist nichts für Patienten. Du brichst da zusammen, ey. Auf der Tribüne. Da ist man hab ich. Infarkt gefährdet. Nein. Und Achtung, der könnte passen. Oh. Der war ja richtig straff. Der hat ihn getroffen. So. Oh nee, du. Oh! Ja, ausgepölte Dinge. Jetzt können sie ihren Konter starten. Es gibt nicht mehr viel Zeit. Fertig. Der den nicht getroffen, dann wärst du durch gewesen. Dann wie geheult. Ach Gott. Jetzt mal Angriff hier, kommt, Jungs. Oh, nach. Oh, boah, Mann! Oh, na, boah! Nee, unten ist er frei und der macht einfach so ein Mittelding. Weder zu dem noch zu dem. Geil, so was liebe ich ja. Der konnte sich auch nicht entscheiden, ja. Zu viel Auswahl, scheiße. Mach den jetzt rein, Mann! Ja! Emotionen hier! Wir müssen beim Fußball raus! Ja, yes! Ist ja auch eigentlich verdient, ich habe eigentlich nicht so gut gespielt. Aber trotzdem zwei Tore gemacht. Na und? Das ist kein. Du lobst mich hier so und ich hau dir einfach wieder einen rein, ey. Ja. Mal ja. Sehen, was du für ein kleiner Keck bist. Ah! Okay, das war Nummer 2. 1-1. Vor Paris. Und Billard. Arsch, Billard. Los, drück mal Stopp. Taschenbillard. Guck mal auf mein. Ja, ich spiel's mal ein bisschen Taschenbillard und dann rück mal meine Mama an. So.